Hey Leute, am Ende der fünften Staffel hat Gabrielle seinen Wunsch erfüllen lassen und dafür sein Leben gegeben. Wie aber inzwischen bestätigt wurde, ist es nicht Emily, die zurückkehrte, sondern Nathalie, die nun wieder vollständig genesen ist, während Gabrielle im Tode scheinbar wieder mit Emily vereint wurde. Dies nun lässt Adrien vollkommen ohne Eltern dastehen und berechtigterweise muss man sich die Frage stellen, wer in Zukunft auf Adrien Acht geben wird. Nathalie wäre natürlich die erste Person, die einen hier in den Sinn kommen würde. Zum einen aber besteht bei ihr ein hohes Risiko, dass Lila aufgrund ihres Wissens über Nathalie und Gabrielle sie in ernsthafte Schwierigkeiten bringen könnte. Und zum anderen ist es in der Regel so, dass man erstmal nach Verwandten sucht, die sich um das Kind kümmern. Über die Großeltern ist kaum etwas bekannt. Colt, also der Vater von Felix, ist verstorben. Bleibt von seinem Verwandten also im Grunde nur noch Amelie, die dazu berechtigt wäre, sich um Adrien zu kümmern. Mal vorausgesetzt, in der sechsten Staffel werden keine weiteren Verwandten vorgestellt, was natürlich auch eine Option wäre. Sollte Nathalie also als Vormund wegfallen, auch wenn natürlich eine hohe Chance besteht, dass man es schlicht bei ihr belässt, so wäre Amelie wahrscheinlich die nächste an der Reihe. Dies wirft nun natürlich eine weitere Frage auf, nämlich der Ort, an dem Adrien leben würde. Ich spreche das tatsächlich noch in einem anderen Video an, was ich allerdings etwas später hochladen werde. Doch würde ich persönlich die Vorstellung echt nett finden, wenn Amelie und Felix vorübergehend nach Paris ziehen würden. Felix hatte zwar auch zuvor kein Problem damit, die Distanz zwischen London und Paris zu überwinden, aber jetzt, da er offiziell zum Superhelden-Team gehört, wäre es doch praktischer, ihn direkt vor Ort zu haben. Außerdem würde das dann ja vielleicht endlich dazu führen, dass wir allgemein etwas mehr von ihm zu sehen bekommen. Also sozial ist er ja nicht unbedingt. Vielleicht würde es also die eine oder andere Folge geben, in der er lernt, mit anderen in seinem Alter besser klarzukommen. Auch könnte man eventuell noch ein paar Szenen mit ihm und Kagami bekommen, wo deren Beziehung sich ja leider größtenteils im Offscreen entwickelte und man kaum etwas von ihnen zu sehen bekam. Vor allem aber wäre es schön, wenn Adrien dadurch womöglich wieder so ein wenig Familienalltag in sein Leben bekommt. Dies würde natürlich voraussetzen, dass Amelie sich ihm gegenüber ebenso warmherzig wie gegenüber ihrem eigenen Sohn verhält. Ich möchte damit natürlich Nathalie nicht einfach an den Rand schieben, aber sie befindet sich wegen Lila in einer recht risikoreichen Position. Denke dazu, dürfte es vermutlich noch genügend Content geben. Naja, vorausgesetzt, man schiebt Lilas Wissen über sie nicht einfach unter den Teppich und ignoriert das erstmal. Na, so oder so bin ich gespannt, welchen Weg man mit Adrien einschlagen wird. Doch was meint ihr? Wer wird sich in der Zukunft um ihn kümmern? Nathalie, Amelie oder vielleicht jemand ganz anderes? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und wie immer, bis zum nächsten Mal.